Terazino eher auf der rechten Seite jetzt zu Hause vorschiebt. Yashi auf die linke gegangen und Lavric und Mahop. Das sind jetzt die beiden Spitzen beim KSC, also umgestellt in den letzten 10 Minuten. Das ist keine Umstellung, das ist Pascal Groß. Papa Steps wird die Daumen drücken für den KSC. Schlecht hereingebracht, leichte Beute für Regensburg. Nächste Gelegenheit, nur noch herausgedroschen von Nachreiner. Die letzten 10 Minuten beginnen. Schick. Vorbei an Nerven. Und jetzt sind alle hinten von Regensburg. Alle Rot-Weißen im eigenen 16. Elfmann, Vorschlussmann Michael Hoffmann. Freistoß Groß. Durchatmen für Markus Weinziel und seine Mannschaft. Es wäre eine Sensation. Und er, der auf der Zielgeraden der zweiten Liga wirklich Sensationelles geleistet hat, in 7 Spielen noch 13 Punkte gemacht hat, der Nachfolger von Rainer Scharinger und Jörn Andersen, vielleicht in diesen letzten Minuten der zweiten Halbzeit um die Früchte gebracht. Einer großen Aufholjagd. Leichter Fehler von Cheek. Charalambos mit dem Versuch auf Lavric. Groß rückt nach. Wieder alle in der Hälfte vor dem Tor der Regensburger. Schwierige Anlauf- oder Einlaufschneise für diesen Einwurf. Er war, wie gesagt, beim großen FC Bayern. 7-mal hat er in der ersten Bundesliga auf der Bank gesessen. Es hat nicht ganz gereicht für die erste Liga. Aber nach diesem Spiel, vielleicht schon heute Abend, wird er in der ersten Liga sein. Wieder als Trainer bei Augsburg. Fragezeichen. Das wäre in jedem Fall der höchste Eintrag auf seiner Visitenkarte als Coach, wenn er das schaffen sollte mit den Regensburgern. Den Sprung in die zweite Fußball-Bundesliga. Müller liegt in der Mitte. Sind das schon Krämpfe? Er hat den linken Fuß so weit nach vorne. Ich würde sagen, ja. Oder ja, ich glaube, nach oben gesprungen, in die Wade hineingeschossen. Oder ist das gar ein Muskelfaserriss? Ferndiagnose aus 100 Metern. Das ist jetzt alles gar nicht wichtig. Es sind noch 7 Minuten. Regensburg oder Karlsruhe? Im Moment heißt die Antwort Regensburg. Gute Besserung in jedem Fall für Jimmy Müller. Ich weiß nicht, ob er weitermachen kann. Das Dehnen sieht natürlich nach Zerrung aus. Nach einem Krampf. Versuch von hinten herauszuspielen über viele Aktionen. Hein mit dem Einsteigen gegen Terazino. Langer Ball und Versuch wieder auf Lavric, aber der gewinnt die Kopfballduelle da vorne gar nicht mehr. Draußen wartet noch Müller. Regensburg im Moment mit einem Mann weniger. Jetzt wäre die Spielunterbrechung da. Und die nächste gelbe Karte ist wohl auch da für Krebs nach diesem Foul an Schweinsteiger.
Jetzt ist Müller wieder drin. Es mag, wie gesagt, in diesen Tagen Fußballspiele geben, wo noch mehr feine Ballkunst geboten wird. Aber spannender als hier kann es kaum sein. 5 Minuten noch. Draußen wartet das letzte Juwel, was sie jetzt noch haben, Calhanoglu in Sachen Offensive in der Mannschaft von Markus Koczynski. Die greift an mit Groß. Regensburg verteidigt geschickt und Sie sehen das an diesen Aktionen. Jetzt geht es eigentlich nur noch darum, das Ganze zu halten. Nach vorn gar nichts mehr. Letzter Wechsel beim KSC. Krebs nach der Gelben und nach den vielen, vielen Metern, die er gemacht hat, geht raus, für ihn kommt Hakan Calhanoglu in der Winterpause hier zur ersten Mannschaft gestoßen, noch nicht immer so ganz stabil in der Halbserie, aber natürlich ein großartiger Fußballer. Das ist der Innenverteidiger Rada, der Riese, das ist ein Mann, der da vorne eigentlich nichts zu suchen hat, aber jetzt brauchen sie natürlich das Tor. Erfen hatte schon gelb. Und sieht gelb-rot. Das bedeutet, naja, noch gut 5 Minuten. Entscheidung ist auch okay. Noch gut 5 Minuten ist die Mannschaft aus Ostbayern, aus der Oberpfalz in Unterzahl. 5 Minuten müssen sie noch durchhalten. Die Jungs von Markus Weinziel. Und natürlich sind die KSC-Fans jetzt alle aufgestanden in diese Schlussphase hinein mit Rada. Jaschwili, Terazino, Mahop und Lavric, 4 Stürmer stehen jetzt auf dem Platz im 16er. Jetzt kommt der Freistoß. Noch 3 Minuten. Nachdem Groß vorher alle Freistöße ausführen durfte, jetzt für die Karlsruhe der Mann aus Rumänien mit dieser Gelegenheit in der Schlussphase. Und die Dreierkette ist durchbrochen und die Chance ist da zur Entscheidung. Jimmy Müller scheitert. Viel Platz auf dem Feld. Langer Ball auf Lavric. 2,5 Minuten noch. Calhanoglu. Oh, schwierige Entscheidung. Weite Entfernung für diesen Schuss. Beim Schuss von Rada das mögliche Handspiel. Und dieses Hingehen bringt gar nichts von Lavric. Eine Minute, 30 Sekunden noch gut. Und hier nochmal die Aktion. Er ging eher so in den Unterleib hinein. Dreht sich auch weg. Also ich glaube, in so einer kniffligen Phase da auf den Elfer zu gehen, schwierig. Die Regel sagt ja, ob er bewusst seinen Körper mit den ausgebreiteten Armen vergrößert, um den Ball abzufangen. Also das war nicht der Fall bei diesem straffen Schuss von Rada. Noch gut 1 Minute. Aber wir werden Nachspielzeit bekommen. Das ist ja ganz klar in der Schlussphase dieser Partie. Nur noch 2 Mann hinten beim KSC und vorn wartet Lavric auf den Ball, bekommt ihn aber nicht, sondern Rainer Hoffen. Spielt am Ende seiner langen, langen Karriere nochmal in der 2. Fußball-Bundesliga. Calhanoglu. Mahop. Durchgesteckt auf Jaschwili, aber in letzter Sekunde
Der Rettungsversuch von Schweinsteiger, der gar nicht mehr da vorne zu finden ist, sondern hinten in der Defensive aussieht. Offizielle Spielzeit in 10 Sekunden vorüber. 2-2, das heißt Regensburg ist in der zweiten Liga. Und es wäre zum vierten Mal in der Relegation. Es wäre zum vierten Mal, da jetzt noch 3 Minuten zu spielen sind, dass der Zweitligist es nicht schafft, ein Spiel gegen einen Drittligisten zu gewinnen. 4 Duelle, 8 Spiele und noch nie hat die Mannschaft aus der zweiten Liga eines dieser Duelle für sich entscheiden können. Was für ein Fluch, auch für den KSC. Die Nachspielzeit läuft. Ja, schön. Lang nach vorn. Mahorb mit dem guten Behaupten des Balles, aber Rada verspringt die Kugel da. Kjalka. Genau das muss er jetzt machen. Und das macht er gut. In der Mitte wäre sie sogar noch die Chance, auf Jimmy Müller zu spielen. Aber wichtiger ist ihm, dass er einfach Zeit gewinnt. Oh, es gibt sogar noch Eckball. Perfekt für Regensburg. Denkbar blöd für den KSC. Noch 2 Minuten innerhalb dieser Nachspielzeit. Und sie können es draußen alle kaum noch erwarten und fassen, die Regensburger. Rote Karte nach dieser Aktion für Jimmy Müller. Sie sind zu 9. Und noch 1,5 Minuten für den KSC. Absolut zu Recht natürlich. Da hat er sich über die Gelbe viel mehr geärgert gegen Jena als über diese Rote. Weil er auch weiß, natürlich ist das Foul nicht die beste Lösung. Aber hier hat es natürlich noch mal Zeit gebracht in der Schlussphase. Nochmal der KSC mit Groß. Mit einer Einzelaktion hat er im Hinspiel das Tor gemacht. Heute hat er und hat seine Mannschaft, die von Markus Koczynski, nicht das Glück. Noch 45 Sekunden. Sein Gegenüber von Michael Hoffmann, Orleshausen, stand da schon im Mittelkreis. Jetzt geht er noch mal zurück. Noch einmal kann der KSC geordnet aufbauen. Lang. Mahorb, Lavric davon. Groß, Kalanoglu. Erster Kopfballversuch und dann ist Hoffmann da. Und geklärt von Ziras. Jetzt sind die offiziellen 3 Minuten vorbei. Der KSC, der 16. der zweiten Liga, ist im Moment Drittligist. Und Markus Weinz hier mit einer Mannschaft, die vor der Saison als Absteiger gehandelt wurde, ist in wenigen Sekunden Aufsteiger in die zweite Fußball-Bundesliga. Über den angezeigten 3 Minuten Nachspielzeit. Ballbesitz für Regensburg. Auf der Regensburger Bank sitzt keiner mehr. Und jetzt ist es perfekt. Regensburg, Gratulation, ist in der zweiten Liga. Gratulation an die Mannschaft aus der Ostpfalz. Das fast unmöglich haben sie möglich gemacht. Markus Koczynski hat versucht, den KSC noch auf der Zielgeraden hier in der zweiten Liga zu halten. Und steigt zum zweiten Mal dieser große alte Verein in die dritte Liga. Enttäuschung bei den Spielern. Und natürlich auch Enttäuschung bei den Fans und einige hält es da auch schon nicht mehr im Block. Die Ordner sind drüben auf der anderen Seite zur Stelle, während unsere Gratulationen natürlich an die Mannschaft von Jahn Regensburg gehen.
die schon einmal 3 Jahre in der zweiten Liga absolvieren durften, jetzt zurückgekehrt sind in die zweite Fußball-Bundesliga. Eine wirklich sensationelle Leistung der Mannschaft von Markus Weinziel. Achtung! Leider keine Szenen, die wir hier gern sehen im Wildpark. Statt einer Feier sind natürlich viele der KSC-Anhänger so enttäuscht, aber sie machen genau das Falsche, was man jetzt machen kann. Versuchen, den Platz zu stürmen. Die Polizei ist präsent und bringt die enttäuschten Anhänger des KSC wieder zurück in den Block. Ganz bittere Stunden für den Karlsruher SC. Nur einmal nach der Saison 99-2000 sind sie abgestiegen. Haben in der dritten Liga gespielt. Das bedeutet natürlich eine Riesenzäsur für diesen Verein. Genauso wie für den anderen, für ihn hier, den Manager, der gerade eingeblendet ist. Der sich jetzt aufmachen kann. 50 Briefe hat er zu Hause liegen. 50 Angebote, wer der neue Trainer bei der Mannschaft ist, die mit Schweinsteiger, mit Tobias Schweinsteiger aufgestiegen ist. Für Oliver Kreuzer, den Manager beim KSC, wird es jetzt ganz schwer. Gerade mal 4 Verträge hat er sicher für die dritte Liga. Die Optionen sind jetzt ganz schlecht für jene Mannschaft hier aus dem Hartwald, ganz klar. Was für bittere Stunden. Oliver Wellenreuther, der Präsident des KSC, für den großen Traditionsverein. Der leider auch nicht nur herausragende Fans hat, muss man sagen. Da gab es ja gegen Frankfurt schon keine schönen Szenen. Die Träume von ihm, er wird im Dezember um die Oberbürgermeisterwahl hier in Karlsruhe antreten, vielleicht mit einem neuen Stadion und dann in der zweiten Liga einen Neuanfang an der Autobahn zu starten, sind geplatzt. Ein bitterer, bitterer Tag für alle Fans des Karlsruher SC und einer der schönsten in der Geschichte für Jan Regensburg. Ich habe es gerade nicht recht verstanden. Ich glaube, wir gehen jetzt zu Julia Schaff, oder? So, und wir sind... Na, nicht ganz. Und wir sind hier unten, genau, nach der erfolgreichen Geschlechtsumwandlung mit Franz Gerber zurück. Der Traum ist wahr geworden. Regensburg steigt auf in die zweite Liga. Haben Sie daran geglaubt, Mitte der zweiten Halbzeit? Ja, gut, wir wussten, dass wir ein Tor machen können. Man hat immer daran geglaubt, meine Mannschaft hat eine unheimliche und unglaubliche Leistung gebracht. Und man kann nicht sagen, dass wir unverdient. Ich würde sagen, wir sind verdient aufgestiegen, wenn man die beiden Spiele sieht. Und Gratulation der Mannschaft, dem Trainer, dem ganzen Umfeld. Also was in Regensburg hier innerhalb kurzer Zeit geleistet worden ist. Einfach toller Traum, es war. Jetzt sind wir in der zweiten Liga. Hätte nie einer für möglich gehalten. Einfach geil. Wir haben am Freitagabend die Bilder gesehen in Regensburg. Das Stadion ist natürlich nicht zweitligareif. Was wird passieren? Der Sportbürgermeister hat angekündigt, morgen rollen die Bagger an. Da wird eine Rasenheizung verlegt, wenn Regensburg aufsteigt. Ja, also die Stadt und auch wir werden alles machen, um das Stadion zweitligafähig hinzubekommen. Das kriegen wir zusammen alles hin, das hier sportlich zu schaffen. Das war eigentlich unglaublich, dass man solch eine Leistung vollbringt, wenn man bedenkt, wo Jan Regensburg herkommt, wo wir noch vor 2, 3 Jahren standen. Das andere kriegen wir alles hin. Und das, dass wir das hingekriegt haben, das ist einfach unglaublich. Eine tolle Fußballgeschichte. Ein herzlichen Glückwunsch an den Sportdirektor von Jan Regensburg. Der Sportdirektor vom KSC steht bei Stefan Kiss. So ist es, Oliver Kreuzer. Der KSC in der dritten Liga, wie bitter ist das? Ja, es ist unglaublich bitter, es ist tragisch. Wenn man das Spiel heute gesehen hat, muss man sagen, dass Regensburg gar nicht unverdient aufgestiegen ist. Wir hatten heute überhaupt nicht unser Spiel gefunden. Wir hatten wieder dieses Spiel im Endeffekt verloren, sage ich mal, auch mit dem 2:2 verloren, wie schon die ganze Saison aufgrund ruhender Bälle. Das war das große Manko die ganze Saison. Das hat uns auch heute besiegt und ja, es ist tragisch. Ich habe nochmal gehofft nach dem 2:1, dass wir
jetzt oben auf sind, dass die Spieler wieder mental bereit sind und eventuell das 3-1 machen. Aber Regensburg hat hier im Stadion guten Fußball gespielt und ja, es ist bitter. Der Abstieg ist das eine, wenn Sie die Bilder sehen, wie sich manche sogenannte Fans benehmen. Wie tief geht Ihnen, wie nahe geht Ihnen das? Es soll alles nicht sein, klar, aber die Fans haben schon die ganze Saison stark gelitten. Und dass sich jetzt da die ganze Anspannung, Aggression irgendwie entladen muss, ist auch klar. Ich unterstütze das nicht, das darf nicht sein, soll nicht sein. Aber irgendwo ist Verständnis da. Muss man jetzt befürchten, dass in der dritten Liga beim KSC die Lichter ausgehen? Die Verträge sind zwar verlängert, der Trainer macht weiter, werden die Fehler korrigiert, gemacht worden. Wie geht's weiter? Schwierige Frage momentan. Tatsache ist, dass 2-3 Spieler Verträge besitzen. Und ja, es wird einen kompletten Neuaufbau geben müssen. Aber da kann ich Ihnen jetzt nach dem Spiel keine genaue Auskünfte geben. Danke, Oliver Kreuzer. JJ Rieck, bitte. Der Dienstag und der Mittwoch bei Oliver Kreuzer waren reserviert für diese Gespräche. Jetzt geht es bei Ihnen ganz anders am Dienstag und Mittwoch her und zu. Sie werden feiern, zu Recht an der Donau, nach diesem Riesenerfolg. Ich habe es gesagt, nach 8 Jahren sind Sie zurück in der zweiten Fußball-Bundesliga. Nach einem 2:2. Die stärkste Auswärtsmannschaft der dritten Liga hat hier in einem wirklich packenden Spiel für mich eine kleine Sensation geschafft. Der KSC mit dem vermeintlich besseren Team, vor allen Dingen mit einer guten Tendenz gegen Ende dieser Zweitligasaison unter Markus Korczynski, schien gefestigt. Und am Ende haben sie hier in diesen 90 Minuten es nicht geschafft. Deswegen noch einmal die Gratulation an die Mannschaft von Jahn Regensburg an diesem wunderschönen, für Sie wunderschönen 14. Mai, einem ganz bitteren Tag in der Geschichte, der langen Geschichte, über 100 Jahre des KSC, der nun zum zweiten Mal in der dritten Liga ist. Julia Schaaf, diesmal aber wirklich, bitte. Ja, das sind wirklich ganz bittere Szenen. Die Spieler natürlich alle mit Tränen in den Augen hier eben an mir vorbeigelaufen. Die Regensburger, die sind noch draußen und feiern. Es sind ja ungefähr 600 Fans mitgenommen. Ja, die 2 Auswärtstore, die waren am Ende ausschlaggebend. Wir schauen uns das 2:2 in der zweiten Halbzeit dann nochmal an. Und das war Laurito, beziehungsweise wurde es dann für Staffelt gewertet als Eigentor, der da noch hauchdünn dran war. So richtig konnte man es nicht ausmachen. Und Markus Weinziel, der feiert hier natürlich. Der hat Unfassbares geschafft mit seiner Mannschaft. Allein der 3. Platz wäre schon Wahnsinn gewesen. Jetzt ist er tatsächlich in der 2. Liga und der KSC ist abgestiegen in Liga 3. Und damit verabschieden wir uns hier aus dem Wildparkstadion in Karlsruhe. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.